Jetzt wird es ein bisschen laut. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Dirk Ehns. Ich möchte mich bedanken für die Einladung und auch bedanken für das große Interesse hier an einem toten Ökonomen und seinem Werk. Die Frage, die wir hier diskutieren wollen, ist natürlich, was hat Knapp eigentlich beschrieben? Und dann darüber hinaus, was kann man noch darüber hinweg entwickeln und was kann man erweitern? Der große Punkt bei Knapp ist eigentlich, dass das Geld ein Geschöpf der Rechtsordnung ist. Das heißt, wenn wir sein Buch mal aufschlagen, sehen wir das gleich am Anfang. Unter Paragraph 1 Autometallismus Nominalität der Werteeinheit oder Werteinheit steht da, das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Es ist im Laufe der Geschichte in den verschiedensten Formen aufgetreten. Doppelpunkt, eine Theorie des Geldes kann daher nur rechtsgeschichtlich sein. Das ist natürlich ein echter Knaller sozusagen. Das heißt, unter den Ökonomen damals war das natürlich so eine Art Skandal. Das heißt also, die Ökonomen haben jahrhundertelang über Geld geredet und meinten auch, sie hätten so eine Art Monopol. Und jetzt kommt hier quasi ein bedeutender Ökonom aus Deutschland, das war er nämlich, er hatte vorher schon Bücher geschrieben über die deutsche Geschichte der Landwirtschaft und war halt sehr, sehr berühmt als Ökonom, auch wenn Schumpeter ihn dann nachher dann runtergemacht hat, aber da war Knapp gestorben und Schumpeter hatte geschrieben, als Knapp schon tot war. Schumpeter war ja immer noch ein bisschen arrogant. Aber hier nochmal ganz deutlich, Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Und das heißt natürlich, die Ökonomen mit ihrer Idee, Geld ist Gold, was ja auch bei Marx beispielsweise so steht, die sind natürlich dann schockiert gewesen, weil alles, was sie gesagt hatten, stimmt dann ja gar nicht mehr. Ja, unter anderem halt auch diese Geschichte, dass wenn man die Staatsausgaben erhöhen möchte, dann muss man halt vorher Gold einsammeln von den Reichen, sonst geht das nicht. Ja, und das ist natürlich, dadurch könnte man natürlich auch mal begründen, dass halt großer Reichtum bei einigen wenigen ist halt praktisch für den Staat, weil da kriegt man dann das Gold her und damit auch das Geld, um es dann für irgendwelche Sachen auszugeben. Insofern politisch gesehen ganz gefährlich. Das heißt also, heute setze ich so ein bisschen meinen ideengeschichtlichen Hut auf und bin halt heute weniger Geldtheoretiker oder Makroökonom, sondern halt eher Ideengeschichtler. Also ich versuche ein bisschen zu gucken, wie ist es damals gewesen, auch in der Rezeption von Knapp, auf welche Dinge hat man da Wert gelegt, was waren so die Einwände und danach will ich nochmal kurz ein bisschen darüber reden, was man eigentlich heute ein bisschen noch drauf satteln muss, um zu einem höheren oder einem besseren Verständnis des Geldsystems zu kommen. Gut, wir haben ja schon gesehen, was ungefähr die Ergebnisse sind bei Knapp. Also Geld ist chartal, das heißt also der Staat bestimmt, was Geld ist und dadurch proklamiert er quasi dann das Geld im Sinne der Währungseinheit und Zahlungen an den Staat sind entsprechend in dieser Währungseinheit zu leisten. Nochmal kurz auch in Bezug auf die beiden anderen Redner, die Steuerzahlungen, das ist schwierig zu erkennen, sind eigentlich Steuerzahlungen in Zentralbankgeld. Das heißt also, für uns sieht es natürlich immer so aus, als wenn wir mit Giralgeldzahlungen leisten würden an Steuern, aber versuchen Sie mal Steuern zu zahlen in Deutschland, wenn Sie halt Ihr Geld haben als Giralgeld in Euro auf Zypern und die zypriotische Bank hat aber aufgrund von Kapitalverkehrskontrollen keinen Zugang mehr zu dem Zentralbankgeld und kann sozusagen halt der deutschen Bundesregierung auf ihrem Zentralkonto des Bundes bei der Bundesbank das Geld halt nicht mehr überweisen. Dann sind Ihre Steuern nicht gezahlt. Wenn Sie dann halt hektisch nach Zypern fliegen, das Geld abholen und dann wieder zurück nach Deutschland fliegen und dann halt bei Ihrem Finanzamt auflaufen und dann das Bargeld dahinlegen, dann sagen die, Steuern werden unbar gezahlt. Dann fliegen Sie wieder zurück, versuchen natürlich über Lobbyismus die Politik zu bewegen, die Kapitalverkehrskontrollen wegzubekommen. Also Sie merken schon, das wird kompliziert, aber letztendlich das staatliche Geld ist das, was die Zentralbank erzeugt. Das ist auch das Geld, was die deutsche Bundesregierung ausgibt und das ist auch das Geld, mit dem wir Steuern bezahlen. Wie gesagt, bei Knapp steht das auch schon mit drin. Banknoten sind zahlungsversprechend auf Geld. Das heißt also quasi, das unbare Geld, was wir zur Steuerzahlung benutzen, das können wir halt über Bargeld letztendlich von den Banken dann auch bekommen. Gut, wichtiger Punkt, denn auch bei Knapp, einen Wert des Geldes gibt es nicht. Ja, er sagt halt ganz deutlich, man kann halt mit Geld Sachen kaufen, aber es gibt nicht sowas wie den Wert des Geldes, weil wir könnten ja anfangen und mit Geld Produktionsmittel kaufen, ja, also könnten Immobilien kaufen, wir könnten Konsumgüter kaufen und dass sozusagen die Preise von allen diesen Dingen sich im Gleichschritt nach oben oder unten bewegen oder gar nicht bewegen, ist natürlich völlig irre. Und deswegen sagt er halt, ein Wert des Geldes ist völlig sinnlos, darüber zu sprechen. Auch hier wieder ein Riesenskandal, weil selbst bei Marx und anderen steht ja immer was zum Wert des Geldes da drin. Also auch hier wieder von links und von rechts sozusagen große Kritik an Knapp, der hier auf einer Vokabel rumreitet und sie letztendlich dann beerdigt, die eigentlich in der Ökonomie über Jahrhunderte im Zentrum stand. Ja, denken Sie nur an die Werttheorie.
Gut, dann natürlich der Metallismus ist widerlegt. Also Knapp sagt halt mehr oder weniger, dass selbst Goldstücke nur etwas wert sind, weil da halt der Staat irgendwas draufgestempelt hat. Und dann kann man damit halt bezahlen. Ja, also mit einem Klumpen Gold können Sie auch keine Steuern zahlen, sondern Sie müssten halt dann hingehen zur Münzprägungsanstalt des entsprechenden Landes und könnten das einreichen und dafür bekommen Sie dann halt Goldmünzen und damit können Sie Steuern zahlen. Insofern sagt Knapp halt auch nochmal deutlich, diese Art der Idee, dass halt quasi Geld gleich Gold ist, nein, das ist auch nicht richtig. Ja, auch da wieder die Ökonomen natürlich ziemlich geschockt, dass quasi Erkenntnisse, die sie seit Jahrhunderten hochgehalten haben, dass das jetzt irgendwie alles nicht stimmen soll und jetzt quasi hier Geld irgendwas aus dem juristischen Bereich sein soll. Gut, und der letzte Punkt, den Knapp anreißt in seinem Buch, seltsamerweise, weil er eigentlich sonst über Makroökonomie sehr wenig schreibt, aber er sagt, Wechselkurse werden durch den Staat beeinflusst und eine Golddeckung ist nicht notwendig dafür. Ja, auch da wieder, die Leute hatten vorher eigentlich gesagt, dass wenn man einen Wechselkurs betrachtet im Goldstandard, der ist halt stabil, weil man halt gegen Geld halt auch immer Gold bekommt. Und ja, wenn entsprechend wenig Gold vorhanden ist, dann kann es natürlich dazu führen, dass die Leute ein bisschen Angst bekommen. Das heißt, es gab so Anpassungsprozesse auch, aber ja, ich kann das eigentlich auch nicht genauer erklären, weil diese ganze Goldstandard-Thematik war so dermaßen diffus. Also eigentlich wusste gar keiner, wie das funktioniert eigentlich. Ja, also wie gesagt, eigentlich ein skandalöses Buch von Knapp, der auch wusste, was er damit tat. Er hatte das dann veröffentlicht und kurz danach schrieb ihm ein Banker aus Hamburg namens Bendixen. Er hätte das Buch gelesen und er meinte, das wäre alles richtig und er wäre jetzt der erste Chartalist, weil er sozusagen dieser Idee des Chartalismus halt folgt. Und die beiden haben dann in einem Briefwechsel dann noch kommentiert, was andere Leute dann in Buchrezensionen geschrieben haben über Knapp und haben ziemlich abgelästert über die Ökonomenzunft. Ja, also da stehen natürlich auch so lustige Sachen drin, von wegen, ach ja, von dem kann man ja auch nichts anderes erwarten, der hat das noch nie verstanden und ähnliche Geschichten. Also die werden da teilweise auch ein bisschen bösartig. Ist sehr nett, dieser Briefwechsel wurde veröffentlicht. Okay, das kommt von Knapp und Knapp sagt letztendlich, der Staat erzeugt eine Charta. Und in dieser Charta, also ein Gesetzesdokument, und in diesem Gesetzesdokument eine Verfassung, dort legt er halt fest, was dann Geld ist. Und deswegen halt Chartalismus, Nominalismus wurde jetzt eben genannt. Aber auf Englisch sind das dann die sogenannten Post-Chartalists, sozusagen die modernen Vertreter von Knapp letztendlich. Okay, gut, ich glaube, ich bleibe noch mal ein bisschen hier noch mal kurz noch mal zur Rezeption von Knapp. Also viele Autoren, die halt dann Buchrezensionen geschrieben haben, haben es irgendwie nicht verstanden. Das heißt, die haben das dann gelesen und haben halt gesagt, naja, es ist irgendwie so richtig kommt nicht dabei raus, warum jetzt diese Definition des Staates so im Vordergrund steht. Also Geld ist ja vor allem da, um Sachen zu bezahlen. Also Geld ist ein Tauschmittel. Warum geht er nicht von dieser Funktion aus? Warum von dieser staatlichen Steuerzahlungsfunktion? Aber es gibt einige, die haben ihn sozusagen einfach nicht verstanden. Das ist sozusagen die erste Stufe. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil das genau das Gleiche ist, was wir heute erleben eigentlich, dass wir auch hier wieder jetzt heute im 21. Jahrhundert halt merken, das Geldsystem ist irgendwie anders als gedacht. Und der sogenannte Mainstream an den Universitäten verweigert sich in großen Teilen der Diskussion. Ja, die sagen einfach, naja, also die tun teilweise auch so, als hätten sie es nicht verstanden, obwohl ja selbst die Bundesbank inzwischen sagt, dass das Geld als Kredit in die Welt kommt, also dass Bankeinlagen so geschöpft werden. Das ist auch damals der Fall gewesen. Dann gibt es die Leute, die es halt erkennen und halt sagen, das ist richtig. Ja, also da gab es halt einen gewissen Bortkiewicz, der hat halt eine Buchrezension geschrieben und hat halt gesagt, nee, so wie Knapp das beschreibt, ist das schon richtig, dem ist zuzustimmen. Da fehlt vielleicht auch eine ökonomische Theorie des Geldes, aber das heißt bei ihm ja auch nur staatliche Theorie des Geldes, insofern das ist schon okay so. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die auf der anderen Seite stehen, politisch, und halt merken, was hier passiert. Die halt sagen, oh, also wenn die Leute verstehen, was Knapp sagt, dass sozusagen der Staat erst Geld ausgibt und das dann über Steuern wieder einzieht, insofern Finanzierung des Staates ist gar kein Problem, dann würde das die Tür öffnen für alle möglichen radikalen Politiken. So steht das dann in dieser einen Buchrezension auch drin. Und ich meine, klar, 1905, das Budget des Staates war irgendwas 2% vom Bruttoinlandsprodukt, vielleicht, wenn es hochkommt, mal 3%. Also wir hatten einen ganz kleinen Nachtwächterstaat überall. Ja, und diese Revolution kam ja dann später. Das heißt also, was sehr interessant ist bei Knapp, ist, dass quasi die Wohlfahrtsstaaten, die dann ja aufgebaut wurden,
quasi vor allen Dingen halt dann in, ja, im Zuge der großen Depression und der Antwort darauf und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg in einigen Ländern. Also all das, dass der Staat überhaupt irgendwie Richtung 30% oder 40% vom Bruttoinlandsprodukt sich ausweiten kann, geldmäßig sozusagen, das hätte man vorher nie für möglich gehalten. Ja, solange sie halt denken, naja, man muss den Reichen das Gold wegnehmen, damit man irgendwas bezahlen kann für den Staat, sind sie natürlich extrem pessimistisch, weil sie halt sagen, naja, die wollen ja das Gold nicht abgeben und die sind ja auch politisch so mächtig, wir kommen da nicht ran. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Spiel, wenn auf einmal jetzt der Staat sagt, naja, wir können das Geld ja in Umlauf bringen, ja, das wird ja nicht gedruckt, sondern es wird von der Zentralbank erzeugt und dann ausgegeben und über Steuern ziehen wir das raus, das eröffnet natürlich riesige Spielräume. Ja, und einige von den Leuten, die das halt rezensiert haben, das Buch, die haben das schon erkannt und haben auch gemerkt, sozusagen, Knapp ist radikal. Ja, und Knapp wurde dann auch so ein bisschen als Sozialist in die eine Ecke gedrängt, aber ja, hat sich da eigentlich immer gegen gewehrt. Aber klar, letztendlich, wenn man das Geldwesen so versteht, kann man natürlich in der Demokratie ein ganz anderes System durchziehen mit dem Primat der Politik, dass die Leute halt sagen, ich hätte gerne dies und das und der Staat stellt einfach die Finanzierung dann bereit und fertig. Und das ist sozusagen in den Buchrezensionen halt durchgekommen, als zweiter Punkt oder dritter Punkt, also Leute, die es verstanden haben und dann gesagt haben, dass das darf eigentlich als Wahrheit nicht raus, ja, das dürfen die Leute nicht wissen, aus politischen Gründen, ja, weil die Leute dann entsprechend anfangen, Sachen zu fordern, die eigentlich nicht da sind. Also da wurde dann auch beschrieben, dass sozusagen das Argument, der Staat könnte aus ökonomischen Gründen gewisse Politikmaßnahmen nicht durchführen, das würde halt wegfallen. Das erleben wir ja auch immer wieder jetzt auch in der politischen Debatte bei uns mit der schwarzen Null und der Idee sozusagen, dass wir nur das ausgeben können, was wir durch Steuern vorher eingenommen haben, wie das Herr Schäuble ja auch immer gesagt hat und jetzt Herr Scholz auch. Ja, das sind natürlich ganz wesentliche Punkte in der öffentlichen Diskussion. Gut, dann nochmal die Frage der Poststaatalismus in Form von Modern Monetary Theory, also moderne Geldtheorie. Ja, was wird da eigentlich noch so ein bisschen draufgesattelt? Ja, man kann sehr stark betonen, dass es sich halt eigentlich bei modernem Geld um eine Steuergutschrift handelt. Ja, das heißt also, nehmen Sie beispielsweise die USA, wenn Sie dann den US-Dollar haben, man müsste sich das eigentlich so vorstellen, dass der Staat über seine Staatsausgaben halt US-Dollar und damit Steuergutschriften in Umlauf bringt und dann sammelt er diese Steuergutschriften nachher wieder ein über Steuerzahlungen. Ja, und wenn er halt weniger einsammelt, als er ausgegeben hat, dann haben die Leute in den USA halt mehr Steuergutschriften erhalten, als sie wieder zurückgegeben haben, also haben sie quasi einen Nettozuwachs an Steuergutschriften. Ja, das klingt ja schon mal ganz anders als ein Zuwachs an Staatsverschuldung, aber es ist nichts anderes. Ja, das heißt, wenn Sie als Amerikaner zur Zentralbank gehen und Sie winken mit einem Dollarschein und sagen, hier, ich hätte gern dafür Gold, dann sagen die, naja, dann gehen Sie bitte nach Chicago zur Börse, wo Sie halt Edelmetalle kaufen können. Oder kaufen Sie was in New York, in den Läden, gleich einen Goldring oder ähnliches. Dann sagen Sie, ja, ich hätte gern Euros. Dann sagt die Fed, halt die Zentralbank in den USA, ja, dann gehen Sie an den Devisenmarkt, da kriegen Sie sowas. Aber Sie kriegen nichts sozusagen. Der Staat, das ist eigentlich keine Verschuldung. Das Wort Verschuldung im Sinne von zurückzahlen funktioniert nicht, weil der Staat halt der Schöpfer der Währung ist. Ja, Sie sind der Schöpfer der Währung. Das ist ähnlich, als wenn Sie halt behaupten würden, die Frequent Flyer Miles würden Lufthansa bald ausgehen, weil halt das Geldangebot beschränkt wäre oder ähnliches. Ja, das ist genauso lächerlich. Ja, also das ist tatsächlich so, dass halt Geld, staatliches Geld, wird vom Schöpfer der Währung herausgegeben und dann nachher wieder eingesammelt. Und das hat mit privater Verschuldung oder der schwäbischen Hausfrau überhaupt nichts zu tun. Das sind völlig andere Sachen. Ja, die schwäbische Hausfrau kann halt nicht einfach so Geld erzeugen. Kann die nicht. Der Staat kann das. Er ist die Quelle des Geldes. Ja, also auch die Europäische Zentralbank stellt alles staatliche Geld zur Verfügung gegen Regeln. Ja, alles. Es kommt nicht ein Euro kommt aus anderen Quellen als von der Europäischen Zentralbank beziehungsweise den angeschlossenen nationalen Zentralbanken. Wir können das nachher nochmal diskutieren. Ja, bitte warten Sie noch kurz ab. Das heißt also, der Staat finanziert seine Ausgaben gar nicht. Ja, der kann gar nicht finanzieren, der kann nur Geld ausgeben und das Geld wieder rausziehen aus dem Verkehr. Ja, so wie wir kann er das gar nicht machen mit Verschuldung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, der Staat, ich meine jetzt nicht die Bundesregierung dann auf höchster Ebene, dass wir natürlich jetzt in Deutschland und mit dem Euro so ein komisches System haben, wo wir eigentlich auf so eine Art staatlichen, also ich meine, man kann eigentlich sagen, es ist ein koloniales Regime letztendlich. Ja? Also sie haben eine Währung, die sie nicht in Umlauf bringen und müssen die benutzen und haben aber keine supranationale Institution, die ihnen wohlgesonnen ist und dafür sorgt, dass sie als Regierung immer Zugang haben zu Geld. Ja, dieser Streit tobt natürlich jetzt gerade auch wieder sehr hochpolitisch, auch gerade mit Italien, die es jetzt gerade versuchen in der Regierung, dass sie halt doch an mehr Geld kommen und sich quasi weigern, die Staatsausgaben zu beschränken.
Gut, nächster Punkt, der bei der MMT sehr hoch gehalten wird: Zentralbank und Regierung sind funktional eins. Das heißt also, es ist quasi aus funktionaler Sicht egal, ob Sie jetzt als Staat Ihre Staatsanleihen an die Banken verkaufen, die sich vorher das Geld von der Zentralbank geliehen haben, oder ob Sie als Staat direkt die Staatsanleihen an die Zentralbank geben und die schreibt Ihnen das Geld dann gut, wie beispielsweise in Kanada der Fall ist, oder was auch immer Sie sich sonst noch so ausdenken können. Ja, theoretisch könnte ja auch das Finanzministerium direkt das Geld ausgeben, dann braucht man gar keine Zentralbank. Also das ist aus funktionaler Gesicht, ist es eigentlich alles eins. Die Zentralbank schöpft halt das staatliche Geld, und was der Staat dafür machen muss, um da ranzukommen, können Sie halt einfach in der Charta, also in der Geldverfassung festlegen. Sie können natürlich auch sagen, wenn die Italiener zu uns kommen und, keine Ahnung, irgendeinen netten italienischen Volkslied zum Besten geben, dann kriegen Sie dafür 1 Milliarde Euro gutgeschrieben oder ähnliches. Ja, natürlich, das ist eine blödsinnige Regel, aber möglich ist es. Das heißt also, das staatliche Geld ist nur durch Regeln beschränkt, die wir uns selber auferlegen. Ja, aber es gibt sozusagen keine Limitation. Und wenn man das so macht wie jetzt in der Eurozone, dass man halt sagt, die Banken bestimmen das, ob die Staaten sich finanzieren können oder nicht, ja, da gibt man halt einen Riesenhaufen Macht an den Bankensektor. Und das, glaube ich, ist keine gute Idee, wie wir gesehen haben. Also die Eurozone hat halt Probleme, die andere Länder nicht haben. Gut, dann nochmal der Punkt, Banken schaffen Geld aus dem Nichts. Also hier nochmal ein bisschen klarer formuliert, bei Knapp kam das ja schon raus, dass halt das Bankguthaben ein Anspruch wäre auf staatliches Geld. Das heißt also, das ist immer noch so. Wir würden den Banken natürlich nicht vertrauen, wenn wir nicht wüssten, dass wir für jeden Euro auf dem Girokonto 1 Euro in Bargeld bekommen. Ja, das hatte Knapp auch schon erkannt. Damals war das aber natürlich nicht so, dass jeder dort ein Konto hatte. Aber diese Geldschöpfung aus dem Nichts, dass quasi die Banken aber halt irgendwie an die Zentralbank angebunden werden, weil sie halt im Zweifelsfall Bargeld liefern, das ist sozusagen eigentlich heute noch klarer formuliert. Wie gesagt, auch bei der Deutschen Bundesbank 2017 im April, im Monatsbericht steht das ja drin. Also da sind wir halt ein bisschen weiter als bei Knapp, weil Knapp an diesen Dingen einfach nicht so stark interessiert war. Wie gesagt, staatliche Theorie des Geldes, nicht wirtschaftliche Theorie des Geldes. Gut, zweitletzter Punkt ist dann Steuern und Anleihen. Natürlich, wenn der Staat Geld ausgibt, wirkt das inflationär, / produktionserweiternd. Das heißt also, wenn mehr Geld in Umlauf kommt und man kann mehr damit kaufen, dann kann es natürlich sein, dass die Produktion hochgeht, aber es kann auch sein, dass die Preise langsam anziehen. Und es ist nicht unrealistisch, dass irgendwie eine Mischung aus beiden passiert. Ja, das sieht man eigentlich auch mal bei Austeritätspolitik, dass die Inflationsraten dann runtergehen und wenn die Austeritätspolitik wieder gestoppt wird und die Staatsausgaben wieder leicht hochgehen, dann steigen auch mal die Inflationsraten so ein bisschen. Das heißt, wir können sozusagen halt dann sagen, die Steuern sind eigentlich nicht dazu da, den Staat zu finanzieren, sondern die sind eigentlich dazu da, halt, um die Inflationsraten wieder runterzubekommen. Ja, das heißt, wenn der Staat halt irgendwie 40% des BIPs in Umlauf bringt an Geld, naja, der sollte das dann auch irgendwann wieder rausziehen aus dem System, ansonsten würden wir das halt zirkulieren lassen und das würde halt die Inflationsraten zu hoch treiben. Ja, insofern, bei Knapp sozusagen kommt Inflation eigentlich nicht vor, bei MMT wird das doch sehr viel deutlicher gesagt. Und auch die Rolle von Anleihen ist eigentlich die, dass halt Geld sozusagen halt aus dem System gesaugt wird, damit wird letztendlich dann die Inflation verringert. Darüber hat übrigens auch John Maynard Keynes geschrieben, How to Pay for the War, also wie man den Krieg bezahlt. Er hat halt gesagt, naja, wenn die Arbeiter sozusagen ein Einkommen haben und wir würden das alles ausgeben, dann wäre das halt ein bisschen blöd, weil wir brauchen ja eigentlich viele Produktionsmittel für die Kriegsproduktion. Also es ist besser, dass wir denen halt sagen, kauft staatliche Anleihen, dann könnt ihr das Geld aufsparen und dann könnt ihr halt später, wenn der Krieg zu Ende ist, das Geld entsprechend ausgeben. Das haben viele Länder auch dann so gemacht in der Kriegsfinanzierung. Insofern, ja, mit Steuern und Anleihen kann man die Inflationsraten verringern und wie man das genau macht, welcher Teil Anleihen, welcher Teil Steuern, ist natürlich immer politisch offen sozusagen in der Diskussion. Da kann niemand aus der Ökonomie halt sagen, das ist richtig und das ist letztendlich falsch. Gut, und was auch noch dazu kommt bei der Makroökonomik heute, bei der Modern Monetary Theory, ist beispielsweise die Betrachtung von Konjunktur, dass halt gesagt wird, naja, eigentlich ist der Konjunkturzyklus einer, wo die private Verschuldung ansteigt. Irgendwann ziehen die Inflationsraten an, weil auf dem Arbeitsmarkt wird es langsam so ein bisschen eng in einigen Bereichen. Dann steigen die Löhne, dann, wenn die Löhne steigen, dann irgendwann steigen die halt schneller als die Produktivität. Dann steigen halt die Preise von den Konsumgütern auch. Und das ist auch das, was in den USA gerade passiert. Also die Inflationsrate liegt irgendwie bei 2,5%, Tendenz steigend. Und die Federal Reserve Bank, also die Zentralbank, zieht jetzt langsam den Zins hoch und versucht letztendlich diese Kreditblase sozusagen zu stoppen.
und Inflationsraten wieder runterzubringen. Ja, komischerweise ist das dann immer wieder so, dass die Finanzpresse total erstaunt ist, wenn das passiert und auf einmal die Aktienmärkte wieder runtergehen. Naja, ich meine, das ist nun mal das, was die Federal Reserve Bank macht. Das hat Paul Volcker mal beschrieben als, when the party gets started, the Fed has to take away the punch bowl. Also wenn die Party auf den Märkten richtig losgeht, dann muss die Fed kommen, also die Zentralbank, und muss sozusagen die Bowle vom Tisch nehmen, damit die Leute sich nicht weiter berauschen am billigen Kredit. Ja, und das passiert halt jetzt. Und Trump weint natürlich, weil er halt denkt, naja, wenn die Wirtschaft in die Rezession geht noch vor November, dann kostet mich das wahrscheinlich ziemlich viele Stimmen und dann kann ich nicht mehr weiter regieren. Insofern ist es natürlich eine hochpolitische Angelegenheit. Ja, also auch da geht MMT letztendlich viel weiter und macht sozusagen auf der Basis von Knapp dann auch eine makroökonomische Theorie auf. Es werden natürlich auch Wachstum und Handel beispielsweise dann noch betrachtet, aber ich glaube, darüber sprechen wir auch später nochmal. Insofern, vielen Dank.